Einen wunderschönen guten Abend hier auf dem Studio der Villa Lessing. Heute erneut online für die zu Hause mit dem spannenden Thema Saarbrücken färben unsere Einkaufsstraßen. Welche Auswirkungen hat dies auf den Handel in der Landeshauptstadt Saarbrücken für die Stadt Saarbrücken selbst? Wie wird die Stadt sich weiterentwickeln mit den ganzen Maßnahmen, möglichen Schließungen und so weiter und so fort? Und wie wirkt sich das Ganze auf den Immobilienmarkt auf? Sind das nur der Vermieter betroffen oder auch der Mieter betroffen oder wie auch immer? Das sind alles Fragen, die heute unter der Leitung von Lothar Warscheid bei uns im Haus diskutiert werden. Bei uns hier im Studio in der Lessing begrüße ich ganz herzlich Sonja Anton, Regionalvorsitzende der Familienunternehmer und geschäftsführende Gesellschafterin der ABIC Immobilien und Verwaltung GmbH. Sebastian Kurt, Amtsleiter im Amt für Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarkt der Landeshauptstadt Saarbrücken und von zu Hause jeweils zugeschaltet Michael Gent, Inhaber Leder Spahn und Vorsitzender im Verein für Handel und Gewerbe, sowie Dr. Helmut Isringhaus, Fraktionsvorsitzender der FDP im Stadtrat Saarbrücken und von der IHK Leander Wappler, der dort zuständig ist für Standortpolitik und die Abteilung leitet Unternehmensförderung. Ich wünsche uns allen einen wunderbaren Abend und gebe das Wort gerne an Herrn Warscheid weiter. Ja, auch von mir einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer und auch liebe Mitdiskutanten in der Runde. Ja, im Moment schlagen die Negativnachrichten im Handel und im umliegenden Bereich heftig ein. Adlerboden, die Friseurkette Clear ist pleite, die Süßwarenkette Brüssel zahlungsunfähig, Pegung Kloppenburg ein Sanierungsfall. Karstadt Kaufhof noch längst nicht über den Berg. Douglas schließt jede 10. Filiale. Heute kam die Zahl 60 Stück in Deutschland allein. Der Handelsverband Deutschland befürchtet Insolvenzwellen und bis zu 50.000 Pleiten. Herr Gent, Sie sind sozusagen mit Ihrem Geschäft, mit Leder Spahn, im Auge des Sturms, des perfekten Sturms. Wie erleben Sie das im Moment? Wird es dazu kommen, dass Deutschlands oder auch die Deutschland-City-Einkaufsmeilen oder auch die Saarbrücker Bahnhofstraße platt gemacht werden? Platt gemacht, glaube ich, auf gar keinen Fall. Es wird sich verändern und die Frage ist, ob man diese Veränderungen aktiv gestaltet. Das heißt, man sich überlegt, wo möchte man hin? Welche Optionen hat man, etwas daraus zu machen? Und ich glaube, dass die Menschen sich nicht ändern werden, sondern wenn man hingeht und dafür sorgt, dass die Attraktivität des Standortes zum einen in den Geschäften, aber zum anderen auch die Attraktivität der Stadt an sich hochgehalten wird und wieder aufgebaut wird, dann haben wir eine gute Chance. Es werden nicht alle überleben, es wird ein harter Kampf sein und es kommt jetzt viel noch auf die Details der Ausgestaltung von Überbrückungshilfen und vielen anderen Komponenten an. Herr Wappler, wie läuft das mit den Überbrückungshilfen? Welche Signale kommen bei Ihnen an? Die einen sagen, es läuft gut, andere sagen, nein, das ist alles nur alles viel zu langsam und alles viel zu bürokratisch. Die Steuerberater beschweren sich, dass das nicht über die Finanzämter gelaufen ist, sondern über das Bundeswirtschaftsministerium. Wie ist da im Moment aus Ihrer Sicht die Frontlage bei den Überbrückungshilfen? Gut, wir haben ja tatsächlich vielleicht als Anmerkung als IHK auch Mitarbeiter, die in der Bearbeitung dabei sind, aber natürlich nicht in der finalen Entscheidung. Es ist in der Tat so, dass es unbefriedigend ist, was die Auszahlung angeht, dass es teilweise schleppend ist. Das war aber uns bereits klar im Dezember, als das angekündigt wurde und entsprechende Programme gestrickt wurden. Man muss dazu sagen, in der ersten Phase von Corona im Frühjahr war vieles einfacher. Da hatten wir ein saarländisches Programm, unmittelbaren Einfluss drauf. Das ging sehr flott mit den Auszahlungen, aber mit der Weiterentwicklung wurde es auch immer komplexer. Das hat sicher damit auch zu tun, dass es Betrugsfälle gab. Es wird juristisch komplexer. Wir haben jetzt EU-Richtlinien damit drin. Aber alles das kann nicht entschuldigen, dass es einfach zu langsam geht. Und auch die Ankündigung von Überbrückungsgeld 3, die ja hier einige Nachbesserungen aufzeigt. Und da sind wir auch in permanenten Dialog über unser Netzwerk nach Berlin, ist immer noch unbefriedigend, weil es gibt faktisch keine Aussage, wann es tatsächlich losgeht. Es soll zwar innerhalb von einer Woche eine Auszahlung geben, der Abschlagszahlungen, aber es kann nicht befriedigen. Wir müssen allerdings auch anerkennen, dass es sehr, sehr komplexe Strukturen sind
und dass Deutschland verlernt hat, in gewisser Weise organisatorisch schnell Sachen umzusetzen. Das ist sehr bedauerlich. Wir bleiben da aber weiter dran und wir machen da Druck. Ja gut, Sie sind der Standort Marketing und Standortfördermann im Rathaus der Landeshauptstadt. Für Sie muss das ja auch eine Herkulesaufgabe sein, da jetzt immer noch Optimismus zu zeigen und den Leuten zu sagen, irgendwann ist das Schlimmste überstanden und dann schauen wir nach vorne. Wie sieht bei Ihnen denn im Moment der Alltag aus? Eher Krisenmanagement oder eher doch schon ein gewisses Licht am Ende des Tunnels? Das muss die ganze Zeit beides sein. Einerseits ist es wichtig, Unternehmen aufzufangen, Unternehmen zu unterstützen, mit Unternehmen zu kommunizieren und beispielsweise, wie es Herr Wappler genannt hat, durch die Programme auch zu führen und anzuleiten und Hilfestellung zu geben. Aber auf der anderen Seite arbeiten wir die ganze Zeit an der Zukunft und an weiteren Maßnahmen, die Stadt vollziehen kann. Und darin sehe ich auch unsere Hauptaufgabe. Wir haben in 2020 viele Maßnahmen durchgeführt, uns zu unterstützen. Und ich kann jetzt schon klar sagen, wir arbeiten jetzt bereits an einer Reihe von Themen für 2021 und werden auf vielfältige Weise auch wieder versuchen anzuschieben. Und Depression und schlechte Stimmung bringt uns weder heute Abend noch generell weiter. Deswegen werden wir da weiter positiv sein. Herr Dr. Issinghaus, die Politik hat auch viele Vorschläge. Es kommen fast täglich Vorschläge aus dem politischen Raum. Die Grünen fordern einen Unternehmerlohn. Herr Lafontaine hat die Tage im Landtag eine steuerliche Begünstigung der City-Geschäfte gefordert. Wie sind Sie denn im Rathaus aufgestellt? Eher abstrakter, also an diesen allgemeinen Forderungen oder doch eher näher an den Menschen? Und was ist Ihre Vorstellung, wie Saarbrücken nach dem Lockdown aussehen könnte? Ja, also zunächst mal müssen wir mal abwarten, wie lange das Ganze noch geht. Und da sind ja so ein paar Unwägbarkeiten. Wir wissen ja gar nicht, was mit diesen Mutanten ist und so weiter. Also wir wissen nicht, wie lange das geht. Und insofern kann man, glaube ich, jetzt auch so ganz exakte Sachen nicht sagen. Wir im Rathaus, ich meine, wir haben eine kleine Fraktion, wir geben uns wahnsinnig Mühe, wir sind ja unbekanntermaßen auch dem Einzelhandel sehr positiv gegenüber eingestellt und sehen auch das, was Herr Kurt macht, sehr positiv. Aber man kann natürlich gegen die Gesamtwetterlage, Stichwort Karstadt, Kaufhof und so weiter, im Moment jetzt aus Saarbrücker Sicht nicht viel machen. Man kann nur hoffen, dass auch diese Player irgendwie überleben, nicht nur die kleineren, sondern eben auch diese. Stellen Sie sich mal vor, Karstadt würde wegfallen oder Kaufhof oder beide. Das wäre ja natürlich für die anderen auch schlecht. Also ich glaube, wir haben in Saarbrücken, wir können gutes Wetter machen, wir können die Rahmenbedingungen teilweise bestimmen, aber die ganz großen Rahmenbedingungen, die können wir hier vor Ort leider nicht bestimmen. Frau Anton, Sie vertreten heute Abend die Immobilienwirtschaft. Sie leidet natürlich direkt auch. Sie ist natürlich nicht in den Schlagzeilen wie die großen Handelsunternehmen. Aber es hat ja auch am Anfang der Pandemie ja auch spektakuläre Aktionen, zum Beispiel damals von Adidas gegeben. Die sagen, wir zahlen jetzt unsere Mieten nicht mehr, wenn wir nicht mehr öffnen dürfen. Was ja dann doch zu erheblichen Verwerfungen geführt hat. Wie ist denn die Lage im Moment an der Vermieterfront und an der Hauseigentümerfront? Sind das alles große Konzerne, die da aktiv sind, denen ein Lockdown mal problemlos wegstecken können, oder sind auch viele Mittelständler, die da schon erheblich darunter zu leiden haben? Ja, ich denke, es ist gemischt. Es werden natürlich auch institutionelle Anleger sein, die vielleicht auch so agiert haben, aber es sind halt auch viele Unternehmer, Mittelständische dabei. Es sind vielleicht auch Hauseigentümer, die ihr Geschäft im eigenen Gebäude betreiben. Und ich kann nur aus meiner Sicht sagen, auch schon im ersten Lockdown, wir haben immer das Gespräch mit dem Mieter gesucht für den Vermieter und dort immer eine Einzellösung gefunden, sodass auch gewährleistet sein konnte, dass der Mieter, wenn die Geschäfte nochmal geöffnet werden, dann auch ihr Geschäft nochmal betreiben können. Herr Gent, Sie haben eben von neuen Konzepten gesprochen. Sie haben das auch schon öfter betont. Welche Konzepte können Sie sich denn vorstellen, die der Handel künftig stärker in den Fokus rücken sollte? Mehr online, mehr hybride Formen oder Ähnliches? Also zum einen
ist für mich eine ganz wichtige Geschichte zu sagen, dass der, dass das Verhalten, so wie das die Frau Anton beschrieben hat, vorbildlich ist, nämlich im Dialog miteinander zu stehen. Und ich glaube, dass man in genau diesem Dialog ein Format finden muss mit einer gegebenenfalls neuen Miete als Basis, die niedriger ist und dann aber, sei es über eine Umsatzmiete oder Ähnliches, dass beide Partner, Vermieter und Mieter, wieder auffüllen können. Und wir dadurch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für einen neuen Aufschwung finden. Denn das, was momentan als Kredite aufgenommen werden musste, um das Laufende zu finanzieren, muss irgendwann zurückgezahlt werden. Das heißt, wir müssen irgendwie Geld verdienen, um das wieder bezahlen zu können. Die Konzepte, wie ich anspreche, ich denke, wir müssen dafür sorgen, dass die Kunden, wenn sie in die Stadt kommen, ein Erlebnis haben. Das ist, denke ich mal, wichtig, dass es sich in Saarbrücken anders anfühlt als in einer anderen Stadt, dass ich Individualität brauche, dass ich die Aufenthaltsqualität brauche, Sauberkeit, Sicherheit im öffentlichen Raum und attraktive Produkte. Wir zum Beispiel versuchen jetzt in den aktuellen Ordern für Herbst, Winter darauf zu setzen, dass wir mit Farbe, dass wir mit Formen, mit neuen Lieferanten, mit vielen Ideen dafür sorgen, dass die Kunden Lust darauf haben, shoppen zu gehen. Und dass, wenn man ins Geschäft kommt, dass man denkt, wow, da gibt's was Neues. Die haben Mut, die machen was anders, die versuchen was. Und ich glaube, dieser Mut tut allen einfach gut. Und den Mut, ich spreche nochmal die Vermietersicht an, als Vermieter, der auf Sicherheit gepolt ist, der braucht den Mut zu sagen, ja, ich lasse mich auf eine Umsatzmiete ein, die für mich Unsicherheiten hat, wo ich erst im Folgejahr weiß, was ich an Miete kassiere. Aber ohne, dass wir diese Unsicherheiten auf vielen Ebenen teilen, sei es mit unserem Vermieter, aber sei es auch mit den Lieferanten, kommen wir nicht zusammen wieder voran. Ja, Frau Anton, wie kommen denn diese Ideen bei Ihren Kolleginnen und Kollegen an, wie der Herr Gent gerade sagte, ja auch dann mit Verlusten oder mit unsicheren Einnahmesituationen rechnen können oder befürchten müssen? Ich kann jetzt zum einen für unsere Auftraggeber sprechen. Die sind da also sehr flexibel, weil gerade bei einer Gewerbevermietung ist es ja anfangs so, dass man sehr viel in die Mietflächen investiert. Mieterseits in den Ladenbau, aber auch vermieterseits in die Gebäudestruktur, in technische Einrichtungen und so weiter. Und das sind ja Investitionen, die sich nur über eine längere Zeit amortisieren. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man da aufeinander eingeht. Ob das jetzt eine Umsatzmiete ist, oder ob das eine Stundung ist oder teilweise Erlass und dafür eine Vertragsverlängerung. Da gibt es so viele Möglichkeiten, das muss man immer individuell vereinbaren. Und ich habe jetzt gerade heute noch mal ein Webinar gemacht mit mit Mitarbeitern von Immobilienfonds, die halt auch in anderen Städten Immobilien betreiben. Und die sehen es eigentlich auch genauso. Die sagen auch, man muss mit den Mietern sprechen, man muss ein gemeinsames Konzept entwickeln. Und es geht ja auch nicht nur darum, dass nur die Händler jetzt was dafür tun, sondern in Saarbrücken ist ja auch schon viel passiert durch die Immobilieneigentümer, die investiert haben in ihre Gebäude. Und natürlich auch muss von Seiten der Stadt und der Politik da was getan werden. Da gibt es ja das Konzept Stadtentwicklung 2030, was ich mir nochmal angesehen habe. Da gibt es ganz viele Ideen und das muss man gemeinsam, muss man das schaffen. Auch nur so bekommen wir auch nochmal Kaufkraft in die Stadt. Ja, kurz, vor kurzem stand in der Saarbrücker Zeitung, dass in der Saarbrücker Fußgängerzone noch 90% der Verkaufsfläche vermietet sind und allerdings auch 14 Läden leer stehen. Rechnet sich die Stadt sich da nicht schön mit 90% vermieteter Fläche oder sind das Zahlen, die belastbar sind? Die Zahlen sind absolut belastbar. Ich lade Sie ein, Herr Warscheid, wir können gerne vom St. Johanner Markt bis in Richtung Bahnhof gemeinsam gehen. Mhm. Und wir müssen auch ein anderes Selbstbewusstsein haben. Wir werden definitiv in den nächsten Wochen und Monaten auch noch zusätzliche Leerstände bekommen. Das ist definitiv klar. Aber wenn Sie durch die Stadt gehen, dann kann ich Ihnen aus meiner Historie Besuchen mit Vorständen von DAX-Unternehmen, Immobilienfonds, Banken aus den vergangenen Jahren sagen, dass Saarbrücken die Innenstadt extrem stark aufgestellt ist vom Besatz, im Handel, in Gastronomie, in Kultur. Und wir müssen immer den Mix sehen. Und deswegen, wir machen regelmäßig diese Aufnahmen zu dem zum Leerstand. Wir wollen auch ein digitales Leerstandsmanagement einführen, weil das eins der vielen, vielen Themen ist, wo wir uns professionalisieren wollen. Und wir werden noch weitere Leerstände erleben, das ist gar keine Frage. Aber die Zahl ist eine Zahl, die aktuell ist. Und wir sollten uns auch damit beschäftigen, was sind die Maßnahmen, ähnlich wie es Frau Anton gesagt hat, im Miteinander. Denn das möchte ich nochmal betonen, ist auch gut, dass Frau Anton hier ist und Herr Gent. Wir brauchen beide Seiten der Medaille. Wir brauchen die Mieter, wie Herrn Gent,
Wir brauchen die Eigentümervertreter, die Maklerseite, die Immobilieneigentümer. Es ist kein Gegeneinander. Es muss unbedingt ein Miteinander sein. Und Frau Anton hat es richtig gesagt, es gibt viele, viele Möglichkeiten des Miteinanders und das muss der Weg sein. Ja, Sie reden jetzt von der Innenstadt. Es gibt allerdings auch in der Innenstadt nicht die Top-Lagen. Es gibt Stadtteile in Saarbrücken, die da so ein bisschen sich abgehängt fühlen. Man braucht nur auf die andere Saarseite zu gehen, in die Eisenbahnstraße. Da sieht das schon ein bisschen anders aus. Was sind denn dann Ihre Konzepte für die Lagen, die nicht ganz so frequentiert sind und auch nicht mehr so frequentiert werden? Absolut, da haben Sie recht. Unser Aushängeschild ist natürlich die Innenstadt mit der Bahnhofstraße. Aber ich möchte es am Beispiel von Duttweiler nennen. Wir sind im Moment in Duttweiler dran, ein Stadtentwicklungskonzept für Duttweiler zu erarbeiten. Gemeinsam mit dem Bezirksbürgermeister, mit Immobilienvertretern, mit Investoren am Standort in Duttweiler. Und das wird ein schöner Beleg sein, ein Miteinander, was wir brauchen, von Investitionen, von Interessenten, um einen Stadtteil, wie es am Beispiel Duttweiler ist, der in den letzten Jahren auch deutliche Herausforderungen hatte, mit einer Galerie, der Dodo-Galerie, die massiv schwächelt, hohe Leerstände hat, wo wir im Kontakt sind mit dem Eigentümer. Aber wir uns am Montag mit Herrn Fritz nochmal unterhalten haben und der Bezirksbürgermeister hat gesagt, ja gut, eine solche Aufbruchstimmung, wie wir im Moment haben in Duttweiler, haben wir lange nicht gehabt und da müssen wir ansetzen. Und das sind Wege, die wir in anderen Stadtteilen auch gehen müssen. Wir müssen auch in den Stadtteilen schauen, dass wir in Zukunft uns über Stadtteilmanager Gedanken machen müssen, denn es kann nicht alles aus dem Rathaus absolviert werden. Es muss Verantwortliche vor Ort auch geben, Ansprechpartner, Kümmerer vor Ort. Also da wird es viele, viele Themen geben, die wir in den nächsten Jahren dort noch in den unterschiedlichen Stadtteilen angehen müssen. Und Fakt ist aber auch eins, Herr Warscheid, es hat immer eine A, B, C-Lage gegeben. Das wird es auch in Zukunft immer geben. Ja. Herr Dr. Isringhaus, Sie haben eine Koalition in Saarbrücken. Ja. Und die Leute wollen, auch wenn das irgendwann zu Ende geht mit Corona, auch wieder in die Stadt fahren können, wollen parken können, wollen die Einkäufe, die sie machen, natürlich schnell beim Auto haben. Während die Stadt Saarbrücken doch verstärkt auf den Autoverkehr aus der Stadt haben will, muss man da auch nochmal das Verkehrskonzept neu überdenken, dass also diese autokritische Einstellung in vielen Städten und auch in Saarbrücken dann nochmal revidiert werden könnte. Das ist ein gutes Thema, was Sie ansprechen. Das brennt mir auch auf den Nägeln. Also wir sind ja diejenigen, die Mobilität wollen und das beinhaltet halt auch das Auto. Und wir finden immer mehr Diskussionen, die in denen praktisch das Auto außen vor gelassen wird. Man muss ja auch sagen, dass selbst Elektroautos Autos sind, die auch geparkt werden wollen irgendwo. Und Sie können sich darauf verlassen, dass wir also, was Parken angeht und die Einfachheit, in die Stadt zu kommen, auch mit dem Auto, dass wir da ganz vorne sind und das jedes Mal und bei jeder Fragestellung betonen. Das bezieht sich auf die Parkhäuser, das bezieht sich zum Beispiel auch auf das Kongresszentrum. Das ist ja auch ein Thema, was für die Stadt unheimlich wichtig ist und wo im Moment, ich will nicht sagen Stillstand, aber ich glaube, es könnte auch ein bisschen schneller weitergehen. Das liegt nicht nur an der Stadt, das ist ja ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Land. Aber auch da geht es dann ums Parken und ums einfache Parken. Und ich will nur mal sagen, in dem jetzigen Projekt ist ja das dazugehörige Parkhaus auf der anderen Saarseite. Und das sind auch so Sachen, die muss man sich mal überlegen, ob das sinnvoll ist. Weil ein Kongress und auch ein Stadtbesucher will halt nicht erst groß, vielleicht noch bei Wind und Regen, über eine Brücke laufen, sondern der will relativ nah bei sein. Also Sie können sich darauf verlassen, dass wir darauf achten, dass eben auch der Autofahrer, nicht nur der Autofahrer, aber auch der Autofahrer da sehr schnell und gut in die Stadt kommt weiter. Herr Wappler, Sie, der Handel, also Corona hat bei vielen Leuten ja teilweise ein Umdenken gebracht. Die Leute haben angefangen, online zu bestellen, die früher vielleicht überhaupt keine Affinität zum Online-Handel hatten und jetzt doch Freude dran gewonnen haben. Freude, also zumindest hat man sich dran gewöhnt und es läuft auch offenbar ganz okay. Wird der Handel nochmal so werden, wie er vor Corona war, oder wird sich da auch eine gewisse Zurückhaltung der Frequentierung abspielen, dass man doch nicht mehr so viel Besucher in der Stadt hat und als in Zeiten vor Corona?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, aber eigentlich ganz einfach zu beantworten, weil Corona ist im Prinzip das, was jetzt aus der Erde sprudelt, was die ganze Zeit verborgen war, aber jeder wusste. Wir haben eine permanente Veränderung des Verbraucherverhaltens hin, natürlich zu auch dem Onlinehandel. Das hat was mit Bequemlichkeit zu tun, das hat was mit gesellschaftlichem Wandel zu tun, das hat was mit Arbeitswelten zu tun. Und Fakt ist, das muss man ganz klar sagen, der Handel ist jetzt durch den Brandbeschleuniger Corona in der Situation, dass ich davon ausgehe, dass so wie wir ihn kennen und uns wünschen, er in Zukunft nicht mehr sein wird. Der Handel wird auch massiv an Bedeutung verlieren. Und ich muss nochmal auch da den Herrn Kurt loben. Er hat nämlich genau den Finger auf die Wunde gesetzt. Wir brauchen Kümmerer vor Ort, die den Handel stärken. Wir müssen in Zukunft Frequenz in die Innenstädte für den Handel bringen. Vorher war es umgekehrt. Das ist ein ganz neuer Denkansatz. Wir werden Mischkonzeptionen haben. Das heißt, wir brauchen auch Unterstützung für die kleinen Betriebe im Rahmen der Digitalisierung mit einem Förderprogramm wie zum Beispiel der Digital Starter. Aber das muss nachgebessert werden, weil mit einem Einstieg von 5.000 Euro können wir die kleinen Unternehmer nicht abholen. Das ist also ein Potpourri. Aber wir brauchen auch verbindlich, und das ist auch die Leistung der Stadt- und City-Manager, die sich um die Leute vor Ort kümmern. Wir müssen die Gewerbevereine stärken. Wir müssen die Gemeinschaft wieder stärken. Das heißt, das Gemeinsam, das Gemeinwohl aktivieren. Alles das ist ja auch in der letzten Zeit ein bisschen in unserer Gesellschaft, die immer individueller wird, wo hier natürlich ein wahnsinniger Vertrennungswettbewerb ist unter den Akteuren, so auf der Strecke geblieben. Das heißt, es ist eine Herkulesaufgabe. Und ich sage Ihnen jetzt schon, der Handel wird nie mehr so sein, wie er war. Das war aber vorher schon deutlich, ist jetzt nur noch mal in der Geschwindigkeit um ein Vielfaches erhöht worden. Und deshalb ist es jetzt auch wichtig, Stadt neu zu denken. Ich kann nur jeder Stadt raten, die Städtebaufördermittel zum Beispiel aus der lebendigen Zentrenprogramm abzurufen, um eben die Mittel auch zu akquirieren, um Stadt- und City-Manager einzustellen, um Kümmerer einzustellen, auch in den Problemlagen und in den Problemlagen dafür zu sorgen, neu zu denken, weil dort wird Handel nicht mehr die Lösung sein. Das heißt, Sie können davon ausgehen, dass nicht unbedingt jeder Leerstand in Zukunft durch einen neuen Handelsbesatz besetzt wird. So, und da ist die Frage, was machen wir? Und da kommen auch ganz neue Akteure ins Spiel, das heißt neue Wohnraumformen, neues Wohnen, neue Arbeitswelten. Wir haben das Thema neue Dienstleister, wir müssen mit Pop-up-Stores arbeiten, also ein Riesen-Potpourri. Und dazu müssen wir alle Leute an einen Tisch setzen. Aus meiner Sicht brauchen wir Innenstadtbeiräte, die permanent frei denken dürfen, um die Stadt voranzubringen. Und da ein Lob an die Landeshauptstadt, die im Prinzip jetzt auch die Zeit genutzt hat, hier in Form einer Tourismusstrategie breit zu denken, sich neu zu positionieren. Denn jede Stadt muss sich in Zukunft fragen, wofür steht sie denn überhaupt? Shopping-Tourismus allein wird es nicht sein. Herr Warscheid, darf ich dazu was sagen? Ja, gerne, Herr Gissinger, gerne. Hier ist gerade ein Wort noch gar nicht gefallen, das ist Gastronomie. Das Shopping-Erlebnis lebt auch davon, dass man eben auch Gastronomie vor Ort hat. Und das unterscheidet das Ganze vom Online-Shoppen. Und insofern müssen wir auch da großen Wert drauf legen, dass die Gastronomie auch wieder fit wird. Und da will ich mal einen Punkt sagen, was ich bedauere und was wir als Stadt, da sind wir halt limitiert, weil uns die Zuständigkeit, die wirkliche, fehlt. Aber wir brauchen, wenn es wieder der Lockdown aufgehoben wird, eben auch die Gastronomie offen. Und wir brauchen dafür eine vernünftige Nachverfolgung. Wir brauchen dafür digitale Mittel. Und das müssen wir jetzt in Szene setzen, damit, wenn es dann wieder aufgeht, sowohl Gastronomie möglich ist, als auch Shopping. Wir haben vor Weihnachten eine Situation gehabt, da war Shopping teilweise möglich, aber Gastronomie war zu. Das ist halt eine schlechte Kombination. Also wir müssen beides hinkriegen. Herr Wappler, war das ein Zeichen, sich zu melden zu dem Thema? Ja, bitte. Dann. Ja, ich möchte den Gedanken auch nochmal aufgreifen. Wir hatten bereits im März als IHK schon auf das Thema von Ticketsystemen hingewiesen. Das war damals noch ein bisschen vielleicht zu früh. Aber wir haben die verschiedenen Apps, die Corona-Apps, in der Form, dass man eben auch mit Ticketsystemen ganz gezielt steuern kann. Wir müssen diese jetzt aktiv einsetzen, weil die Hygienemaßnahmen, die hat jeder in seinem Rahmen ergriffen. Da ist jeder konsequent. Da gibt es sicher Ausreißer. Aber da können wir nicht mehr viel steuern. Wir brauchen jetzt tatsächlich aus meiner Sicht auch digitale Ansätze, damit wir die Verfolgbarkeit haben, damit wir die Abstandsregelung reinkriegen. Und da kann ich auch nur jeden ermuntern und ermutigen, auch von Seiten der Stadt solche neuen Wege, digital neuen Wege zu gehen und auch dafür zu werben, diese einzusetzen. Das ist aus meiner Sicht absolut notwendig und auch zielführend.
Ja. Herr Gent, wir haben eben schon über neue Konzepte gesprochen. Herr Wappler hat gesagt, dass der Handel wird nicht mehr so sein, wie er vor Corona war. Und es gibt ja viele von Ihren Kollegen, die diese hybriden Systeme inzwischen für sich entdeckt haben, also Abholservice und Ähnliches. Wird sich das etablieren oder ist das für Sie auch nur eine Krücke, um sozusagen die Zeit des Lockdowns zu überbrücken? Ich habe eben schon gedacht, als darüber gesprochen wurde, Handel war schon immer Wandel. Wir haben als Händler uns immer bewegt. Wir haben immer im Kopf, dass der Kunde entscheidet. Es geht nicht darum, was wir wollen, sondern es geht darum, die Wünsche des Kunden zu erfüllen oder am besten noch zu übertreffen. Und dementsprechend sollten wir die ganzen Überlegungen, Verkehr, egal was wir da anstellen, wir müssen schauen, dass es für den Kunden in seiner Freizeit angenehm ist, attraktiv ist, dass wir Lust darauf machen, zu kommen. Ich denke, eine gewisse Hybridgeschichte gibt es schon länger. Es geht darum, die Kommunikationswege offen zu halten, dem Kunden Lust darauf zu machen, das Geschäft zu besuchen und auch entsprechend weiterzukommen, was es zum Beispiel Online-Shops angeht. Wobei ich glaube, dass ich einen attraktiven Einkauf und vor allem das Entdecken von neuer Ware, das ist eine Aufgabe für mich als Händler. Die reine Versorgung kann ich online sicherstellen. Nur es macht ja viel mehr Spaß zu stöbern und vor allem finde ich es wichtig, dass wir den Kunden sagen, dass es bei uns keinen Algorithmus gibt, der dem Kunden mal eben was einzeln vor den Augen zuklebt. Jeder, der online ist, dem muss klar sein, dass er nie 100% zu sehen bekommt, sondern er kriegt das zu sehen, von dem Google, Amazon oder wer auch immer es für richtig hält, es ihm überhaupt zu zeigen. Und das ist es im stationären Handel nämlich eben nicht. Im stationären Handel hat der Kunde 100% Autonomie. Er hat die Freiheit und er kann alles erleben. Ihm wird nichts vorenthalten. Was für mich wichtig wäre, dass wir das Thema Digitalisierung offensiv angehen und wir an der Stelle vielleicht ein bisschen was aus den Füßen genommen bekommen, was eine Herausforderung darstellt. Wir haben es eben schon angesprochen, dass es Möglichkeiten gibt zu entdecken und wir den Kollegen Sicherheit geben müssen, dass sie dort sauber agieren können und dass wir da rechtliche Rahmenbedingungen brauchen, die funktionieren. Und vor allem Mut. Dass Mut belohnt wird und nicht wir hingehen und sagen, derjenige, der Mut hat und was ausprobiert hat, kriegt eins auf die Finger. Aus welchen Gründen auch immer. Denn das ist das, was am Ende den Standort attraktiv macht. Nicht, wenn wir den sicheren Hafen ansteuern, sondern wenn wir einfach was ausprobieren. Mhm. Frau Antwort, man redet hier immer von Leerstandsmanagement. Sehr gut, dürfte das ja auch immer auf seiner Agenda haben. Ist das ein Instrument, was man ergreifen kann? Oder ist das einfach nur mal so eine Worthülse, dass man sagt, also da steht jetzt eine Ladenfläche leer, da machen wir mal ein paar Bildschirme rein oder mal ein paar Figuren rein und das ist dann Leerstandsmanagement? Oder wie ist Ihre Erfahrung dort mit solchen Versuchen? Gut, also Leerstandsmanagement ist schon sehr wichtig. Es gibt nämlich nichts Schlimmeres, als wenn Sie an einer dreckigen Fassade vorbeilaufen, wo die Fenster nicht geputzt sind, wo die Fassade oder die Schaufenster nicht abgeklebt sind. Da gibt es ja auch gute Möglichkeiten, dass man eine eventuelle spätere Nutzung zeigt, so wie es im Moment in der Europagalerie in den einigen Leerständen jetzt auch gezeigt wird. Oder dass man vielleicht mit den umliegenden Händlern auch spricht, ob die das Ladenlokal interimsweise mitnutzen oder überhaupt eine Interimsvermietung, sodass einfach Leben in der Stadt ist. Ich finde es ganz wichtig, auch wenn ich jetzt keine feste Vermietung machen kann, dass ich aber da die Möglichkeit habe zu sagen, geht jetzt mal temporär in den Laden rein und betreibt den Laden, damit es dort Leben ist und ich parallel dann auch nach einem Mieter suchen kann, der nachher dann noch langfristig reinkommt. Mhm. Also wie gesagt, Leerstand in der Innenstadt ist ganz schlecht für die umliegenden Händler. Deshalb, ich bin der Meinung, das muss wirklich eine Zusammenarbeit sein zwischen Vermieter, zwischen Mieter, von der Stadt. Und natürlich muss der Kunde auch mitmachen. Das ist auch ganz wichtig, wenn ich lese, wie viel über online inzwischen gekauft wird. Ich habe jetzt gelesen, die Silber-Server, das sind die ab 50. Also das fand ich jetzt ein bisschen befremdlich, ab 50. Aber okay, dass die jetzt auch im Online, also Online-Geschäft eben machen. Aber davon, man muss auch vielleicht dem Kunden nahebringen, dass es ganz wichtig ist,
für seine Stadt oder für sein Bundesland, dass man halt eben auch in die Innenstädte geht und dieses Kauferlebnis eben nochmal hat, was man online eben nicht haben kann. Und dafür müssen alle zusammenwerben. Ja, Herr Kurz, wie sehen Sie das Leerstandsmanagement? Wie hoch ist das bei Ihnen angesiedelt? Oder ist das mehr so eine Sache, die man machen muss, um, wie die Frau Anton sagt, so Schandflecken so zu vermeiden, so Dreckecken? Ne? Das ist eine Selbstverständlichkeit, dass das getan werden muss. Und ich möchte da klar unterscheiden. Das eine, was Frau Anton gerade gesagt hat, ist eine Selbstverständlichkeit. Sie müssen Ihren Bereich abkleben. Sie müssen ihn sauber darstellen. Am besten eine Annoncierung haben. Was passiert da? Ein Ansprechpartner, ein Kontakt. Das ist die Basisarbeit. Das, was ich zusätzlich meine, ist, wir brauchen die Kontakte, die Ansprechpartner, die Exposés, die Zusammenarbeit mit dem Makler, mit den Immobilieneigentümern und eine tatsächliche Vernetzung, was findet statt, und eine Vernetzung dann beispielsweise mit Interessenten, mit Mietpartnern, aber auch mit der Stadt, mit der Nutzung. Das heißt, was können wir gemeinsam tun? Also das geht deutlich darüber hinaus. Mir ist aber ganz, ganz wichtig, weil wir hatten eine Vielzahl von Schlagworten, wo ich kurz was dazu sagen möchte. Einmal das Thema Erlebnis und Verweilqualität und Mut, was Herr Gent angesprochen hat. Wir wollen in diesem Jahr definitiv den Weg gehen, die Innenstadt zu erweitern, mit einem Bereich, wo wir beispielsweise die Gastronomie stärken wollen, wo wir den Bereich Katholisch-Kirchstraße, die Innenstadt vergrößern wollen. Und da werden wir genau auch das tun, was Herr Wappler sagt. Wir werden in Dialog gehen und uns beteiligen, nicht nur mit denjenigen des heutigen Abends, sondern vor allen Dingen auch mit Anliegern, Anwohnern. Ich habe heute erst mit einem wichtigen Anlieger der Katholisch-Kirchstraße gesprochen und ich versuche dafür zu werben, dass wir das brauchen, um die Verweilqualität zu erhöhen in der Innenstadt, die Attraktivität. Aber gleichzeitig ist mir nochmal wichtig, auf das Thema Auto auch einzugehen. Ja. Wir haben im Herbst eine Studie gemacht und in den nächsten Tagen wird die Studie auch veröffentlicht. Das ist eine Studie der IFH aus Köln, die Thale Innenstädte. Und ich möchte nochmal klar sagen, die Stadt Saarbrücken möchte nicht die Autos verbannen. Ganz im Gegenteil. Wir sind ein Oberzentrum und gerade für unsere französischen und Luxemburger Gäste, die kommen mit dem Auto. Das kann ich Ihnen ganz klar sagen. Und ein Oberzentrum hat ein hohes Einzugsgebiet. Wir haben eine hohe Zentralität. Da brauchen wir das Thema Auto. Was wir aber parallel brauchen für die Lebensqualität einer Stadt, ist selbstverständlich heute wichtig, dass das Thema Wohnen stärker wird, das Thema ÖPNV und auch alternative Nutzungen wie Fahrrad. Das heißt, diese Sachen sind nicht gegeneinander zu sehen, sondern einmal ist die Lebensqualität der Stadt zu sehen, gerade auch für die Stadtbevölkerung. Und wir wollen in der Stadt in den nächsten Jahren auch nicht sinken von der Bevölkerung, sondern wir wollen auch wieder in ein Wachstum kommen der Bevölkerung. Dafür brauchen wir Lebensqualität. Aber andererseits sind wir ein Oberzentrum. Also es geht überhaupt nicht darum, das Auto zu verbannen. Und ich kann es schon ankündigen für die nächsten Tage, wenn wir die Ergebnisse kommunizieren. Das werden wir Richtung 4. Februar tun. Dann wird die klare Aussage sein, dass das wichtigste Anreisemittel mit weitem Abstand natürlich das dem Auto ist. Das ist selbstverständlich. Und deswegen mal diese drei, einmal Klarstellung, aber auf der anderen Seite Visionen für die Stadt. Wo wir hinwollen, ja? Herr Wappler, Herr Gent frage ich das zunächst mal. Es gibt ja, weil Sie näher dran sind, es gibt ja auch mittlerweile Online-Händler, die versuchen, lokale Geschäfte aufzumachen. Amazon Go gibt es als Beispiel. Heute Mittag habe ich gelesen und gehört, dass IKEA auch so eine Art Präsentationsecken in den Innenstädten plant. Ist das für Sie zusätzlicher Wettbewerb oder ist das auch eine Möglichkeit, zusätzlich Leute in die Stadt zu locken und dann auch, damit auch die anderen dann mehr Frequenz haben? Also grundsätzlich belebt Wettbewerb natürlich das Geschäft. Das bedeutet, attraktive Kollegen, auch wenn wir im Wettbewerb vielleicht um einzelne Produkte stehen, bringen uns immer weiter. Ich freue mich über jedes Konzept, das in Saarbrücken eröffnet, das uns weiterbringt, das dafür sorgt, dass Kunden Lust haben, die Stadt zu besuchen. Und ich glaube, dass ich als Pure Player immer nur in der Nische existieren kann. Die Menschen werden die Städte nutzen, weil wir Menschen einfach andere Menschen erleben wollen. Und ob jetzt ein Geschäft dieser Art in Saarbrücken eröffnet wird, ich freue mich über alles, was es interessant und spannend macht. Also ich denke, es macht Sinn, genauso wie auch ganz viele Kollegen jetzt dabei sind, Shops aufzumachen, ihre Waren zu präsentieren. Der Kunde möchte einfach den selber entscheiden, über welchen Kontaktpunkt er mit dem Produkt oder mit dem Händler in Kontakt tritt. Und das ist absolute Kundenautonomie und dementsprechend möchte ich nochmal eine Differenzierung bei den Fahrtanlässen geben. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass der Freizeitverkehr absolut anders tickt als der Berufsverkehr.
Und ich sehe das größte Potenzial, wenn wir eine Verkehrswende anstreben, darin, dass wir den Berufsverkehr anders strukturiert bekommen. Nämlich diejenigen, die geplant am besten jeden Tag pendeln. Wobei auch da Homeoffice bestimmt schon einiges bringen wird. Aber bitte lasst dem Besucher die absolute freie Wahl des Verkehrsmittels, genauer wie, so wie er die freie Wahl hat des Einkaufsortes oder des Kommunikationsweges. Es sind hier zwei Statements eingeblendet. Das erste, denke ich, könnte sich Herr Isringhaus mit begeistern, Abschaffung der Gewerbesteuer, zeitliche Abschaffung der Gewerbesteuer, eine der Haupteinnahmequellen einer Kommune. Wie würden Sie diesen Vorschlag gutieren? Ja, also wir sind ja für eine Senkung der Gewerbesteuer primär mal. Also ich meine, das eine ist ein prinzipielles Problem. Gewerbesteuer, macht das Sinn, ja oder nein? Ich meine, wir haben sie nun mal, wir können sie auch nicht abschaffen, aber wir können sie theoretisch senken. Was wir schon mal erreicht haben im Koalitionsvertrag ist, dass sie nicht weiter erhöht wird. Sie war ja jetzt zuletzt in mehreren Staffeln erhöht worden und wir sehen halt darin einen großen Nachteil für alle, die hier ihr Geld verdienen, zum Beispiel in Relation zur Nachbarstadt St. Ingbert. Also wenn sich jemand auch hier ansiedeln will, meinetwegen auch nicht nur Einzelhandel, sondern irgendwelches anderes Gewerbe, dann wird er sich das gut überlegen, wo er das macht. Und wir glauben, dass Gewerbesteuer eben ansiedlungsfeindlich ist und deshalb muss sie gesenkt werden. Aber wir sind nicht alleine auf der Welt. Wir müssen das mit unseren Partnern kommunizieren. Und da haben wir kommuniziert, dass zumindest wie auch die Grundsteuer, die jetzt neu kommt, dass sie zumindest nicht zu einer Erhöhung führt. Aber grundsätzlich sind wir für Verringerung oder Abschaffung, das ist ganz klar. Ja, gut, die zweite Frage geht eindeutig an Herrn Kurt mit dem Stadtteilmanager. Okay, zu den Steuern gibt es auch was Wichtiges zu sagen, ja, gut, aber ich fange mal an. Mit den Steuern fangen wir mal an. Also zunächst muss man auch wissen, das war nie eine freiwillige Sache und ein Wunsch der Stadt, die Steuern zu erhöhen. Um das klar zu sagen, die Gewerbesteuererhöhung war nicht das Wunschkonzert der Landeshauptstadt, um das klar zu sagen. Es ist genauso, wie Dr. Isringhaus sagt, die Steuer wird erstmal nicht gesteigert. Jetzt möchte ich Ihnen aber aus 2,5 Jahren meiner Arbeit und aus vielen, vielen 100 Gesprächen mal meine Realität sagen, wie oft ich bisher auf das Thema Gewerbesteuer in Saarbrücken angesprochen worden bin. Gar nicht. Mhm. Weil die Unternehmen, mit denen ich spreche und viele Gespräche, die ich führe, gerade mit Externen, heute mit einem Anbieter aus Frankfurt, den wir versuchen, nach Saarbrücken zu bekommen, die fragen mich nicht nach der Gewerbesteuer, weil das Saarland und Saarbrücken viele, viele andere Vorteile hat, nämlich deutlich geringere Bodenpreise, deutlich geringere Kaufpreise, eine Verfügbarkeit von Arbeitskräften und eine unglaublich gute Lebensqualität. Das heißt, Gewerbesteuer dürfen wir nicht weiter steigern, natürlich. Mhm. Aber es ist nur ein Puzzleteil und wir haben viele, viele gute Standortfaktoren. Und fragen Sie mal in Stuttgart, in Düsseldorf, in München Anbieter nach Preisen. Die schmunzeln über die Preise in Saarbrücken, weil die deutlich geringer sind. Und das sind Chancen, die wir sehen müssen. Jetzt zum Thema Stadtteilmanager. Ich möchte es wieder plastisch machen am Beispiel Duttweiler, was ich vorhin gesagt habe. Ja, Sie können einen Stadtteil Duttweiler nicht aus dem Rathaus St. Johann führen. Sie müssen jemanden vor Ort haben. Sie müssen jemanden haben, der zu den Mietern, zu den Gewerbetreibenden, zu den Immobilieneigentümern, zu Maklern einen Kontakt hat, der das Thema Sicherheit, Sauberkeit auf dem Schirm hat, wo es Probleme gibt, der Marketingaktivitäten steuert, der Abstimmungen vornimmt für Märkte, für Aktivitäten, für Festivitäten, der auch mal vor Ort in der Lage ist, Geld einzusammeln. Und unser Bewusstsein muss sein, wir müssen es schaffen in der Zukunft und das wird eine große Herausforderung sein. Wie können wir so etwas finanzieren? Da ist ja auch die Frage, ehrenamtlich oder finanziert. Auf Dauer wird das nicht ehrenamtlich gehen, sondern wir müssen professionelle Einrichtungen haben, wo wir dann womöglich die Immobilienseite brauchen und Partner, die mit in einen Topf geben, damit wir feste Verantwortlichkeiten vor Ort haben. Und wir müssen Strukturen finden, je nach Stadtteil oder Bezirken, wie wir das schaffen. Weil sie können diese Probleme in Duttweiler, jetzt nur an einem Beispiel, können sie nicht aus großer Entfernung lösen. Und sie brauchen die Netzwerke, die Kontakte, das Ohr vor Ort an den Leuten. Und das muss das Ziel eines Stadtteilmanagers sein. Herr Wappler, ich muss nochmal auf die Strukturen zurückkommen. Sie haben eben gesagt, der Handel bleibt nicht so, wie er sein wird, wie er war. Und hybride Strukturen werden sich etablieren. Und ist Online-Shoppen natürlich eine Veranstaltung. Wenn man ins Internet geht, dann hat man hunderte von Online-Shops. Wie stark muss
der stationäre Handel, der möglicherweise ein hybrides Modell dann verfolgt in der Zukunft, wie stark muss er sich dem Kunden zuwenden, damit das auch funktioniert? Kann er, also dass er seine Regionalität und seine Kundenbeziehungen sozusagen als Faustpfand in die Waage wirft? Ne? Also das Wichtigste ist für jeden Kaufmann, dass er seine Zielgruppe kennt. Wir müssen ja sagen, den Handel an sich, so wie wir uns vorstellen, als abstraktes Gebilde, gibt es ja gar nicht. Wir haben ja verschiedene Branchen mit ganz verschiedenen Bedürfnissen und mit ganz verschiedenen Zielgruppen. Und da ist es natürlich die Hausaufgabe eines jeden Händlers, sich ganz genau seinen Kunden anzugucken, zu schauen, wo hole ich ihn ab. Das hat der Herr Gent ja sehr schön dargestellt, um dann zu überlegen, was sind die Instrumente dazu. Und da ist ein Instrument mit Sicherheit auch der Erstkontakt zum Beispiel über das Internet. Und dann der Erlebniskauf, den Kunden in die Stadt zu locken, zu sagen, das Bummeln in Kombination mit den Partnern, Gastronomie, Kultur und wie auch immer. Das sind die Hausaufgaben, die gemacht werden. An denen kommen wir definitiv nicht vorbei. Und Sie sehen ja, wie schnell dieser Prozess ist. Schauen Sie mal vor Corona. Ich nehme jetzt ein Beispiel von mir. Ich war noch ein absoluter Fan von Bargeld. Ich habe jetzt gar kein Bargeld mehr in der Tasche. Mhm. Und ich glaube auch, in Zukunft werde ich nicht wieder Bargeld in die Tasche nehmen. Das heißt aber für den Händler, er braucht Bezahlsysteme. Eine riesige, strittige Diskussion. Das ist auch mit Kosten und Investitionen verbunden, gerade auch mit französischen Kunden, die andere Systeme haben. Diesen Sachen muss ich mich ganz schnell und beweglich anpassen. Das heißt, ich muss immer mein Ohr am Puls haben. Das ist eine individuelle Aufgabe für jeden Einzelnen. Und darüber hinaus muss natürlich die Stadt in Gänze auch im Internet sichtbar sein. Das heißt, auch hier brauchen wir die Gemeinschaft. Und das ist auch eine Aufgabe von Stadt- und City-Marketing. Die kann der Einzelhändler nicht allein leisten. Das heißt, hier brauchen wir eine Marketingstrategie, die auch multifunktional ausgerichtet ist, einmal im traditionellen, stationären Marketingmitteln, ich sage mal jetzt über die Medien, die wir kennen, aber auch über die digitale Wahrnehmung, über die großen Player. Und das sind ganz neue Qualitäten und deshalb brauchen wir, und da muss ich nochmal appellieren, professionelle, gut dotierte Stadt- und City-Marketing-Einheiten mit auch Personal, das vor Ort entsprechend die Arbeit leistet. Das geht nicht mehr nebenbei. Und der Herr Kurt hat absolut recht, auch für Stadtteile geht das nicht mehr nebenbei. Denn Duttweiler hat eine ganz andere Identität, eine ganz andere Historie und die muss auch entsprechend in gleicher Art und Weise vermarktet werden. Insofern sind viele, viele Herausforderungen da. Aber nochmal, das Geld ist vorhanden. Wir haben hier die Städtebaufördermittel, lebendige Zentren 2020 über die Bundesbauprogramme. Auch das Saarland hat diese Möglichkeiten. Die Herausforderung wird sein, diese Mittel jetzt schnell auf die Straße zu bringen und vor allen Dingen in Einheiten quasi, also in dem Bereich der Stadt- und Planungsämter, hier auch die Kapazitäten abzurufen. Das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Anton, es gab, das Modell ist damals aus Amerika gekommen, das nennt sich im Englischen Business Improvement Districts, also bestimmte Stadtteile, die dann besonders gefördert werden sollen, wo auch, sagen wir mal so, der Immobilienbesitzer dann auch nicht mehr so viele Einflussmöglichkeiten hat, weil es so eine Art BID-Manager gibt, der sagt, das musst du machen. Das ist im Saarland auch möglich. In Duttweiler ist es, in Burbach ist es, glaube ich, auch schon mal praktiziert worden. Wie stehen Sie denn zu solchen Modellen, wo möglicherweise dann doch mehr Druck von außen kommt, einen Stadtteil zu entwickeln? Grundsätzlich sehe ich das als genau richtig, auch für die spätere Entwicklung. Wenn man ein Stadtviertel, sage ich mal, nochmal aufwerten möchte. Mhm. Und es funktioniert ja auch nur dann, wenn die Immobilieneigentümer mitmachen. Ja, klar. Muss man natürlich dann auch sehen, Bereitschaft ist mit Sicherheit da, aber wenn jetzt zum Beispiel die Läden leer stehen, ob dann auch die finanziellen Möglichkeiten da sind, um Konzepte beispielsweise umzusetzen. Bisher hat man ja auch immer nur davon gesprochen, dass die Mieter auch, sage ich mal, unterstützt werden müssen. Und das ist ja auch gut. Gerade inhabergeführte kleine Unternehmen muss man jetzt unbedingt unterstützen. Aber wenn es darum geht, ist es auch so, dass viele Immobilieneigentümer ja auch ihr Eigentum finanziert haben und die jetzt auch Probleme haben. Aber ich denke mal, wenn man mit so einer Entwicklung ein Viertel nochmal aufleben lassen kann, dann ist es mittel- und langfristig ja für alle Beteiligten gut. Und von daher denke ich, ist das der richtige Weg, den man gehen kann. Darf ich dazu gerade was sagen? Ja. Das BID ist ein Instrument, das eigentlich nur dem Eigentümer zur Verfügung steht. Das heißt, dass sich Eigentümer zusammenschließen und aus freiem Willen eine Gemeinschaft bilden, in der sie sich verpflichten,
über einen bestimmten Zeitraum ihr Quartier aus eigenen Mitteln wieder aufzubauen, weil es nämlich darum geht, dass am Ende die Erträge, die die Eigentümer mit dem aufgewerteten Quartier erwirtschaften, auch wieder in ihre Taschen fließen sollen. Das heißt, wir haben an der Stelle ein Instrument, was in der Regel genau dann greift, wenn die Leerstände um sich greifen. Das ist entwickelt worden in den USA, weil die Viertel quasi am Kippen waren oder gerade am gekippt sind. Und ich glaube, wir haben genau aus dieser Situation heraus, dass es momentan einfach ziemlich prekär und dramatisch wird, die Notwendigkeit zur Veränderung. Und ich bemühe mal jetzt Phönix aus der Asche oder was man auch sonst an Bildern nehmen möchte. Es ist gerade eine Chance dazu, einfach mal mit dem, was bisher immer gelaufen ist, zu brechen und Neues zu wagen. Weil nur wenn ich Neues wage, wenn ich wieder versuche, Risiken einzugehen und einfach sage, nicht weiter wie bisher, sondern Veränderung. Und zwar diese Veränderung betrifft alle. Und das Entscheidende, hat Frau Anton gesagt, die Einsicht auf Eigentümerseite, der eher langfristig denkt, muss sein, ich engagiere mich mit, weil wenn ich mich jetzt engagiere, habe ich danach höhere Chancen. Und das gibt wiederum die Basis dafür, dass auf der Fläche auch wieder Mut gezeigt wird. Herr Wappler, Sie wollten dazu konkret was sagen? Also es gibt tatsächlich auch einen ganz konkreten Ansatz, denn gerade jetzt in der Phase der Pandemie kommt es ja darauf an, seine Strategie festzulegen, und wir müssen ja beim Hausbesitzer ansetzen, denn der Hausbesitzer entscheidet ja über den Flächenbesatz. Der Hausbesitzer wird aber nur das machen, was dem Werterhalt der Immobilie zugutekommt. Und er kann natürlich auch nicht alleine agieren, sondern er muss das immer in der Kommune zusammen, weil es gibt ja auch öffentlich-rechtliche Vorgaben. Sie können ja nicht irgendeinen Sheriff auf der Straße laufen lassen oder irgendeine Beleuchtung machen. Das heißt, wir schaffen es hier tatsächlich, die Akteure zusammenzubringen in verbindlichen Strukturen, aber der Privatbesitzer, der Hauseigentümer, gibt hier den Ton an. Das ist die neue Qualität, die aus meiner Sicht zielführend ist, die Probleme, die wir haben, anzugehen, weil wir dadurch auch eine hohe Solidarität kriegen. Und es gibt konkret ein Projekt. Wir als IHK moderieren ja solche Prozesse. Ich bin im Homburg-Talzentrum, der ein oder andere wird es kennen, dabei, genau diese Gespräche zu führen. Und wir haben auch schon eine grobe Struktur, wo wir uns davon versprechen, alle Akteure ins Boot zu holen, um dieses Quartier in seiner Identität zu stärken und eben genau das zu verhindern, dass uns die Leerstände überrollen und damit ein erheblicher langfristiger Wertverlust im Immobilienbesitz passiert. Das wollen die Akteure vor Ort nicht. Und ich bin da sehr optimistisch, dass wir da eine sehr, sehr gute Strategie fahren. Und das möchte ich auch nach außen tragen. Seien Sie mutig, geben Sie die Signale, wir unterstützen Sie. Das sind die neuen Wege, die wir brauchen. Das ist der Mut, den wir brauchen, neu zu denken. Es gibt jetzt noch ein Chat dazugekommen, da würde ich gerne Herrn Dr. Isringhaus bitten, darauf eine Antwort zu geben, dass dieses Stadtteilmanagement auf die Bezirksräte delegiert werden soll. Wie sehen Sie das als Kommunalpolitiker, der ja in dem zentralen Stadtrat sitzt? Es ist ja so, dass in den Stadtteilen die Bezirksräte, wie auch die Stadträte übrigens, ja nicht, das ist ja Freizeitsport sozusagen, wo die Leute sich aber wahnsinnig engagieren. Also ich muss das hier auch mal sagen, auch im Stadtrat hätte ja nie gedacht, wie aufwendig, auch zeitlich aufwendig das Ganze ist. Aber es sind keine Profis, muss ich jetzt mal sagen. Und ich gebe Herrn Kurt völlig recht, die Leute müssen in den Stadtteilen sein, aber es müssen Profis sein, die von morgens bis abends über die Verbesserung nachdenken und sie umsetzen können. Das können Bezirksräte nicht leisten. Die haben auch, ich meine, die sind ja aus ganz verschiedenen Hintergründen da drin im Bezirksrat. Die haben teilweise natürlich auch gar nicht das Know-how. Natürlich können sie Hinweise geben, wo irgendwas ist und gemacht werden muss. Aber ich glaube nicht, die Umsetzung muss da niemand anders machen. Herr Gendt, ich will nochmal die Anregung vom Dr. Isringhaus aufgreifen mit der Gastronomie, mit dieser Allianz zwischen Gastronomie und dem Handel. Wie ist das in Saarbrücken? Läuft das einigermaßen oder läuft man nebeneinander her? Herr Isringhaus hat ja gesagt, beim Teil-Lockdown im November war die Gastronomie zu und der Handel durfte noch auflassen. Allerdings habe ich irgendwo gelesen, dass die Geschäfte mehr oder weniger verhungert sind in An- und Abführungen, weil halt weniger Leute in die Stadt kamen, weil halt man kein Bierchen trinken konnte oder was essen konnte. Wie ist da die Allianz? Schlägt man da, sitzt man dort auf, sozusagen in einer Phalanx, um die Belebung der Innenstadt wieder nach vorne zu bringen, oder macht da jeder eigene eher sein eigenes Ding?
Also zum einen arbeiten wir zusammen, weil das Prinzip mit den meisten Kollegen ist, erstmal die Kunden in die Stadt bringen und danach macht der bessere bzw. attraktivere das Geschäft. Aber bis wir die Kunden hier haben, arbeiten wir natürlich immer alle gemeinsam und es geht auch immer um ein gemeinsames, gutes Erlebnis für den Kunden. Also gibt es dort Gespräche, diese Quartiersgespräche, auch moderiert durch City Marketing, sitzen immer die oder sind auch immer eingeladen, Händler und Gastronomen gemeinsam, weil dazu auch noch die Kultur und auch viele andere Menschen und Einrichtungen machen eigentlich den Reiz dieser Stadt aus. Das ist mit allen Sinnen zu leben, zu erleben und ich kann das nur aus eigenen Zahlen auch bestätigen, sie und auch von den Kollegen, ohne Gastronomie fehlt einfach ein elementarer Erlebnisbestandteil. Es ist nicht nur das Bier, es ist der Espresso und es ist natürlich auch das Gegenteil davon, dass man, sei es jetzt eine Toilette aufsuchen möchte, einfach verweilen möchte und dann in den Winterzeiten möchte ich das natürlich drin machen, in einem geschützten Raum. Und dieses gemeinschaftliche Erlebnis, das ist das, was uns als Stadt so attraktiv macht, warum Menschen aus Luxemburg kommen, warum sie aus bis runter Elsass, warum sie zu uns teilweise eine Stunde, zwei gefahren kommen, um einfach einen tollen Tag an einem Wochenende in Saarbrücken zu verbringen, zu erleben, shoppen zu gehen. Und ich möchte noch die nächste Brücke schlagen zum Tourismus. Ich halte dieses Tourismuskonzept 2025 im Moment als absolut wichtiger denn je zuvor, weil das ist für uns die Chance, bis dahin wieder das aufzuholen, was wir in diesem einen Jahr verloren haben. Und ich sehe eine Chance, wenn wir da konsequent dran arbeiten, dass wir trotzdem die ehrgeizigen Ziele erreichen können, die wir uns dort gesteckt haben, trotz Corona. Wenn wir hart dran arbeiten und uns nicht davon abbringen lassen, mutig zu sein, aktiv zu sein. Ja, bitte sehr, gut. Ja, ich freue mich, ich sehe Herrn Gent und Herrn Wappler nämlich am Montag schon wieder bei der Lenkungsgruppe Tourismusstrategie und es geht noch viel, viel weiter als Gastronomie und Handel. Da ist nämlich beispielsweise die Hotellerie dabei, da sind Anbieter der Kulturszene dabei und wir werden trotz einer guten Tourismusstrategie, die wir versucht haben, gemeinsam zu arbeiten, ja auch eine Herausforderung bei den Übernachtungen haben in den nächsten Jahren. Bisher war Saarbrücken eine Stadt, die in den Übernachtungen im Schwerpunkt Geschäftsreisende hatte und deutlich zu wenig Privatreisende. Der Geschäftsreiseanlass wird in Zukunft weniger werden durch Homeoffice und Verzicht auf Dienstreisen. Das wird weniger werden. Und das wird auch noch lange dauern, bis sich das erholt. Alleine deswegen haben wir die Herausforderung, wir müssen in dem Privatreisenbereich, Kurzreisen, Wochenendreisen stärker werden. Und wir wissen durch diese Strategie, wir haben ein gutes Kulturangebot, wir haben eine ganz, ganz starke Gastronomie, auch in einem ganz gehobenen Segment. Wir haben neue Anbieter jetzt im Hotelsegment, die auch ein gehobenes Segment und hohen Anspruch abdecken können. Und wir haben viel Wasser, viel Grün vor der Tür. Das heißt, wir haben einen sehr, sehr guten Mix. Das heißt, früher zu denken, nur der Handel oder jetzt nur die Gastronomie, ist längst vorbei. Es ist das ganzheitliche Paket, was bietet die Stadt? Und kannst du noch mal sagen, der Bewertung, die wir in den nächsten Tagen sagen werden, die Stadt Saarbrücken wird sehr gut beurteilt mit Note 1 und 2 in Einzelhandel, Gastronomie, Kultur in diesem Eventbereich. Und das ist sehr, sehr gut. Ebenfalls in dem Erlebnisbereich. Wir haben auch Baustellen und Schwächen, die wissen wir auch. An denen müssen wir arbeiten. Aber das ist eine sehr, sehr gute Basis. Und deswegen sehe ich auch überhaupt nicht für Saarbrücken diesen Titel. Die Städte standen vorher schon vor Herausforderungen, massiv, vor Corona schon. Es hat sich nur noch mal verstärkt. Aber für Saarbrücken sehe ich das überhaupt nicht, weil wir haben gute Perspektiven. Und zwischen dem ersten Lockdown und dem zweiten kann ich Ihnen sagen, wir hatten im Juli bereits wieder Vorjahresfrequenzen erreicht. Natürlich sind Frequenzen noch nicht wieder Umsätze. Aber wir sind sehr sicher, dass wir nach einem Lockdown, und das Wichtigste jetzt für alle wird sein, Perspektive. Eine Perspektive, eine Chance und wieder Hoffnung. Das wird das Wichtigste sein und gar nicht die Verhandlungen über den letzten Euro, sondern wann, unter welchen Bedingungen können die Einzelnen wieder öffnen. Und ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass wir dann begleitend mit Maßnahmen von uns, von City Marketing und der Stadt auch wieder Frequenz bekommen werden, weil das Angebot sehr, sehr gut ist. Und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich und das sehe ich für Saarbrücken überhaupt nicht. Herr Wappler, wir haben jetzt nichts gehört. Ich habe jetzt leider nichts verstanden. Ja, bitte. Herr Wappler hat nicht gesprochen. Wir hören nichts. Wir können leider nichts verstehen. Schöne neue Online. Ob das ein Thema ist.
Wir sind jetzt im Weltall, es kommt jetzt nichts an. Hört uns noch jemand? Ja, ich höre Sie sehr gut. Gut. Wir können uns ja zu dritt unterhalten hier jetzt. Ja, ich glaube, wir haben Zuhörer, ich hoffe mal. Also ich bin mal, ich sag mal so, für mich ist momentan dieses Phönix aus der Asche-Thema ganz wichtig, dass das wir die Krise als Krise annehmen und daraus wieder uns aufstehen. Ja, das ist gut. Genau. Aber ich glaube, der Herr Kurt ist jetzt wieder dabei. Ja, ich war die ganze Zeit dabei. Okay, sonst können Sie vielleicht den Dolmetscher machen und mir die Frage stellen. Ja, vielleicht lag es noch im Mikro. Ich habe gerade schon versucht, für Sie zu antworten zum Thema Ladenöffnungszeiten und habe mitgeteilt, dass es im Saarland eine gute Lösung gibt. Das bestehende Ladenschlussgesetz erfüllt die Wünsche aller Beteiligten, ist eng abgestimmt mit den Beteiligten. Und wir haben keinen Bedarf, dieses zu ändern. Ganz im Gegenteil, wir sind da gut aufgestellt, haben eine klare Planungssicherheit gegenüber anderen Bundesländern. Und die 4 verkaufsoffenen Sonntage, die wir haben im Saarland, ist genau die richtige Zahl. Und das bestätigen uns auch, das habe ich gerade noch mal gesagt, die aktuellen Umfragen auch. Es gibt keinen Bedarf, dort zusätzliche Sonderöffnungszeiten zu bringen. So, Herr Papa, ich habe versucht zu überbrücken. Sie haben im Prinzip schon das Wesentliche gesagt. Ich möchte nur noch ergänzen, was vielen halt nicht bewusst ist, dass wir momentan im Saarland in der glücklichen Lage sind, dass wir Planungssicherheit haben durch unser Ladenöffnungsgesetz, eben die 4 verkaufsoffenen Sonntage durchzuführen. Und das ist, denke ich, auch eine Qualität. In den anderen Bundesländern ist die Situation momentan komplex anders, weil diese Gesetze dort etwas anders aufgebaut sind. Und ich kann auch das nur bestätigen, was Herr Kurt gesagt hat. Das ist auch unsere Auffassung und Erkenntnis, dass momentan der Bedarf in der Form gar nicht da ist, da mehr zu machen. Kann ich von Seiten des Handels, Michael Gent, auch nur bestätigen. Wir von unserer Seite aus haben lieber mit den 4 sicheren offenen Sonntagen zu tun und arbeiten innerhalb des Ladenschlussgesetzes des aktuellen Rahmens und haben das aber als Sicherheit und als Planbarkeit für alle Beteiligten. Ich denke, das ist mehr wert als alles andere. Also da ist auch von unserer Seite aus kein erhöhter Bedarf im Moment vorhanden. Jetzt muss ich doch mal eine kleine Schlussfrage. Was ist denn, Frau Hansson, fange ich mit Ihnen an, Ihr größter Wunsch für die nächsten Monate? Dass der Lockdown zu Ende ist, dass Gastronomie und Handel nochmal öffnet und dass die Menschen nochmal in die Stadt kommen und nochmal Normalität eintritt. Das wäre mein größter Wunsch. Ja, Kurt. Dass es eine klare Perspektive gibt. Einen Aktionsplan, wann, unter welchen Rahmenbedingungen und unter welchen Rahmenbedingungen die einzelnen Branchen wieder öffnen können. Niemand erwartet der Branchen, dass alle gleichzeitig öffnen werden. Das wird nicht passieren. Aber wir brauchen die Perspektive psychologisch und um auch zu überleben. Ja? Again. Meine Perspektive ist Gesundheit, Mut dazu, neue Wege zu gehen, was auszuprobieren und anzugreifen und zu sagen, Saarbrücken ist eine geile Stadt, das sagen wir allen und wir machen das, was der Herr Kurt gerade gesagt hat, eine tolle Perspektive dafür, wie wir das gut vorbereiten. Desto besser wir jetzt wissen, was wir brauchen, um aufzumachen, desto besser werden wir bei der Öffnung dastehen. Und Gesundheit für alle. Herr Isringhaus? Ja, ich schließe mich da gleich an. Also die Pandemie muss besiegt werden. Das ist ganz wichtig. Sonst können wir uns über, also Langzeit, ich weiß, die FDP fordert ja immer ein geplantes Wiederaufmachen und so. Wir haben im Moment nicht die Möglichkeit, wirklich zu planen, weil wir nicht wissen, wie die Pandemie sich verhält. Aber wenn sie dann besser wird und wenn wir aufmachen können, brauchen wir ein klares Konzept. Ich sehe das, ich finde das super, wie Herr Gent das positiv sieht, dass man eben aus dieser Senke heraus mit neuer Kraft hochkommen muss. Und Saarbrücken hat dafür alle Möglichkeiten. Ich will mal noch einen Aspekt reinbringen. Dieses Homeoffice ist auch etwas, was Saarbrücken positiv nutzen kann. Denn Saarbrücken ist eine Stadt, wo man sehr gut leben kann, aber es ziehen viele weg oder sind viele weggezogen, weil ihre Firmen in Frankfurt oder, sage ich jetzt mal, Friedrichshafen waren. Und dieser Aspekt wird jetzt weniger. Nämlich man kann mit dem Homeoffice hier wohnen und dann eben auch doch sein Business mehr als früher irgendwo anders machen. Also wir müssen auch die positiven Veränderungen dieser Pandemie müssen wir auch auffangen und daraus was machen. Herr Wappler, am Schluss.
Ja, ich wünsche mir, dass die Unternehmer und Unternehmerinnen die Krise möglichst unbeschadet bestehen und die Chance haben, nach dem Lockdown dann auch wieder voll durchzustarten. Und dass wir jetzt die Zeit nutzen, weil jede Krise hat ja auch eine Chance, diese neuen Technologien konsequent zu nutzen. Wir haben teilweise seit dem ersten Lockdown die Chancen nicht genutzt, die Zeit, die Technologie noch nicht voll ausgereizt. Deshalb wünsche ich mir, dass jeder Gas gibt und dass wir eine neue Solidarität im Handel finden, gemeinsam die Ziele anzugehen, miteinander und auch den Konkurrenzgedanken dann das ein oder andere Mal zu überwinden. Herr Simon, Sie haben das letzte Wort. Ja, liebe Gäste zu Hause, beziehungsweise vor allem liebe Diskutanten, liebe Frau Anton, liebe Herren, wunderbarer Abend für die Zukunft Saarbrückens. Wenn alle so zuversichtlich wären wie die Diskutanten, dann sehe ich eigentlich nicht schwarz für die Landeshauptstadt. Wir haben eine tolle Strategie im Tourismus. Wir haben mit Herrn Gent wunderbare Einzelhändler, wobei ich denke, dass nicht nur Herr Gent dort zu nennen ist, sondern auch viele, viele andere. Und wir haben natürlich auch mit den hinten dran stehenden Immobilienwirtschaft wie Frau Anton dafür tolle, tolle Menschen, die in Saarbrücken dafür Sorge tragen, dass das System weiter gut funktionieren kann. Wollen wir hoffen, dass das alles so kommt. Und im Übrigen, die ganzen Nachrichten gerade letzte Stunde im Chat waren durchaus positiv. Alle sagten, Mensch, super Podium, alles bestens. Wollen wir hoffen, dass das so kommt. Bleiben Sie der Villa Lessing wohlgesonnen. Bleiben Sie Saarbrücken wohlgesonnen. Bleiben Sie vor allem dem Handel wohlgesonnen. Und gehen Sie ganz brav einkaufen, wenn der Handel wieder offen hat und auch wieder die Gastronomie offen hat. Denn momentan haben viele das Problem, sie sitzen auf der Winterware und die Frühjahrsware ist bestellt. Regale voll, werden noch voller und ich denke, damit werden allen geholfen. Bleiben Sie uns wohlgesonnen. Nächste Woche machen wir weiter. Steht das weiter. Thema Infektionen versus Hygiene. Auch sehr spannend. Ihnen allen einen schönen Abend und an die Diskutanten herzlich